So, Käfer. Na, Käfer, Käfer. Sterb, Käfer. So. Und, na gut, wir haben, wie man sieht, Level 3 ist das höchste Level für unsere Waffe. Wir können sie nicht weiter aufrüsten. Da steht jetzt Max. Und das ist halt jetzt insofern gut, dass man damit so einen kleinen Puffer hat. Das heißt, wenn ich jetzt getroffen werde, zum Beispiel von diesem Käfer, dann, boah, ich dachte, ich war gerade wieder runter und dann direkt in dieses Vieh rein. Dann sind, wie ich halt auch schon erklärt habe, die Leiste wieder. Und irgendwann wird meine Waffe dann wieder auf Level 2 runtergehen. Und ja, der Puffer verhindert das so ein bisschen. Der ist eigentlich ziemlich gut. Und, Sprungvieh. So. Und ich gehe mal hier rein. Noch ein Speicherraum. Ich speichere auch direkt. So, willst du speichern? Ja, ich will speichern. Und was sagst du mir, PC? Du findest eine Notiz. Mit den Schilden oben kann ich nicht zu Nummer 0s Raum. Ich denke, einer dieser Terminals senkt vielleicht die Schilde. Hm, ist das ein Bett? Und rote Blütenblätter sind überall verstreut. Schon wieder diese roten Blumen. Ja, okay, das ist jetzt... diese Terminals sagen alle das Gleiche. Also hier zum Beispiel ist Himmelsdrachen Ei Nummer 9. Kondition normal. Und hier ist Himmelsdrachen-Eck Nummer... Also Ei Nummer 8. Und da ist der Zustand auch normal. Und wir haben da draußen schon diese riesigen Eier gesehen. Und das sind Himmelsdrachen-Eier. Und hier sieht man rote Bildschirme. Himmelsdrachen-Ei Nummer 1. Fehler. Der Zustand des Eis ist nicht normal. Und eine Untersuchung wird vorgeschlagen. Genau das gleiche bei Ei Nummer 6. So, gut. Dann haben wir schon mal Ei Nummer 1 und Ei Nummer 6, die wir uns angucken wollen. Oder sollten. Oder wie auch immer. Und ich gehe nochmal hier oben hin. Hier sind alle Eier normal. Also die sagen wirklich alles gleiche. Hier zum Beweis. Bla bla, egal. Oh, aber hier ist noch eine Kiste. Und was ist, wird da wohl drin sein? Ha, ha. Der Raketenwerfer. Yay! Also der Raketenwerfer, der ist echt geil. Der hat zwar nur eine begrenzte Munition und zu Beginn haben wir nur 10 Schuss, aber er ist einfach super, um damit Bosse zu bekämpfen. Also ohne den Raketenwerfer wird man teilweise schon aufgeschmissen, weil der ziemlich viel Schaden macht. Und ja gut, ich speichere lieber nochmal, nachdem ich den Raketenwerfer bekommen habe. So. Ja, ich möchte bitte speichern. Ja, ich habe gespeichert. Juhu. Gut, weiter geht's. Und die Sprungviecher sind wieder da. Und jetzt, das ist natürlich toll beim Erfahrungssystem. Ich kann jetzt einfach mit der anderen Waffe die töten und mit meinem Raketenwerfer dann die Kristalle einsammeln. Okay, du gibst mir viele Kristalle. Jawohl. So, weil ich habe ja eben nur begrenzte Munition hier mit und wenn ich die alle verballern würde, jetzt habe ich euch gar nicht die erste Stufe gezeigt, egal. Die erste Stufe ist eine normale kleine Rakete und die zweite Stufe ist eine größere Rakete. So, aber die dritte Stufe, die ist auf jeden Fall ziemlich cool. Nein, nicht treffen lassen. Okay, mit der Waffe ist das noch egal. So, obwohl... egal. Ich hab's wieder auf Max und... ich komme hier nicht hoch. Okay, dann muss ich den langen Weg gehen. Nein, ich sagte, das ist nicht der lange Weg. Das ist ein Umweg. So. Springen. Da ist ein Nummer 5. Und... ey. Komm schon. Lass dich nicht immer treffen. So, da ist ein Nummer 6. Und wir kommen nur durch den gefährlichen Pfad daran. Und, was wird hier wohl sein? Springen wir mal hoch. Und wir können rein in das Ei. Und eine Truhe... und in dieser Truhe ist eine ID-Card. Und diese Karte werden wir gleich gebrauchen können. In nicht allzu langer Zeit. Und oh Gott, ich hoffe, das war kein Fehler. Gut, das war kein Fehler. Ich hatte Angst, dass mich das viel unten jetzt trifft, weil ich so früh gesprungen bin, ohne abzuwarten, dass es kommt. So. Nein, ich will die Kristalle nicht mit der Waffe aufsammeln. Ah, egal. Vielleicht kommt nochmal der große Käfer. Und der große Käfer gibt uns viele, viele Kristalle. Und vielleicht schaffe ich es dann sogar vor dem nächsten Boss meine Waffe aufzuleveln. Na, wenn ich nicht immer die Kristalle mit der anderen aufsammle. So. Raketenwerfer, Raketen. Und oh Gott. Moment. Moment. Ich will mich nicht treffen. Na toll, Herzen. Na gut, kann ich gebrauchen, aber Herzen. Wer braucht schon Herzen? Okay, das war der Raketenwerfer in Action und jetzt... ich wollte eigentlich das Vieh mit meinem normalen Polarstern besiegen und... wow, schon wieder so ein Riesenkäfer. Ich habe dann aber irgendwie das Aussehen mit Raketenwerfer besiegt und dann, weil ich die Kristalle einsammeln wollte, wieder zurück zum Polarstein gewechselt. Juhu! Toll, nicht? So, Ei Nummer 2. Das nächste ist Ei Nummer 1. Und hier sind schon wieder Käfer. Sie geben uns Energie. Geben uns auch Energie. Los! Okay, dann hole ich mir die noch von unten. Denn, komm schon. Level up! Level up! Yay! Und jetzt, da sind Raketen. Das heißt, ich zeige euch mal eben...
Bäm! Drei Raketen auf... Ach so, jetzt sind Tiere weg. Egal, drei Raketen auf einmal. Und das ist genial. Jetzt haben wir hier die höchste Stufe. Ich mach die nochmal eben auf Max, um den Puffer zu kriegen. Ah, wenn ich nicht von diesem... Oh nein, hier. Jetzt hat man gesehen, ich habe zu viel Schaden genommen und meine Waffe ist wieder runtergegangen. Juhu, der ganze riesige Puffer, den wir gesammelt hatten, ist weg. Toll. Egal. Wir haben eine Raketenwerfer auf Level 3, wir haben den Polarstern auf Level 3. Wir sollten es auf jeden Fall schaffen können. Ich lade den Polarstern zuerst auf. Das ist noch wichtiger als der Raketenwerfer. Und das ist die Barriere, von dem auf dem Rechner zu lesen war. Von der. Die Barriere. Nicht der Barriere. So. Und das 1x1 und Raketen. Juhu. Und wir benutzen die ID-Card mit dem Terminal. Und damit können wir die Schilde herunterfahren. So, du fährst nach links. Oder läufst nach links oder kriechst. Oder ich weiß nicht, es ist zu schnell zum Kriechen. Das ist ein Schnellkriecher. Egal. Die Barriere ist unten. Und wir können hinein. Und da ist der Riesenmimiker namens Igor. Niemand wird die wertvollen Eier meines Meisters berühren. Los. Raketen! Wow, lass mich in Ruhe. Raketen! Man sieht, die Raketen ziehen recht viel ab. 16, wenn alle drei treffen. Wow, 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 wow. Okay, aber meine ganzen Raketen reichen nur für so viel. Das heißt, jetzt muss ich auf den Polarstern zurückgreifen. Und nein, du wirst mich nicht treffen damit. Ich kann deine Schüsse zerstören. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der Polarstern macht bei diesem Gegner schneller Schaden als die Raketen. Aber egal, zusammen mit Raketen und Polarstern ist der Mimiga besiegt. Und man sieht, es war ein Mimiga, er verwandelt sich zurück in einen kleinen. Und wir haben Igor besiegt. Und die Barriere ist wieder oben. Was soll das? Wieso ist die Barriere oben? Ich weiß nicht, ob ich sterbe, wenn ich die berühre, deshalb lasse ich das lieber. Und zwei Türen, ein Speicherraum und... Ei Nummer 0. Und da liegt zu. Urk. Was für eine tolle Begrüßung. Wir haben dich gerade gerettet und du begrüßt uns mit Urk. Mit O. Oh. Wow, wow. Ich, oder, Moment. Wow, wow, ich bin tot. Du wirst... Hä? Du wirst jetzt mal Dreck fressen. Oder so ähnlich. Also das jetzt mal frei übersetzt. Das kann man nicht, wenn man es direkt übersetzen würde, würde es keinen Sinn ergeben. So. Hä? Ich wurde von dem Monster besiegt. Hast du mich gerettet? Ja, habe ich. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ich hätte das irgendwie schon selbst geschafft. Irgendwie. Egal. Ich hasse diese stinkende Insel. Ich hasse jedes lebendige Ding auf ihr. Ey. Hör mal auf hier. Pass mal auf. Oh. Sieh nur. Es ist... Ich denke, es ist Nummer 0. Dieses Ei könnte unser Ticket von dieser Insel sein. Puh. Und sie geht an den Rechner. Ei-Kondition normal. Das höre ich doch gerne. Ja. Hm? Ein Passwort? Nein. Ha, sieht so aus, als bräuchte man ein Passwort, um dieses Ei auszubrüten. Hm, verdammt. Wenn nur ein Bruder hier wäre, der hat dich übrigens gesucht, dein Bruder, er würde Dinge gerade biegen. Hm, okay. Sieht so aus, als wäre ich hier fertig. Wäre ich jetzt hier fertig, so, egal. Kommst du von irgendwo hier in der Gegend? Sieht nicht so aus. Die Wörter auf deiner Kappe. Das ist keine Sprache, die es auf dieser Insel gibt. Hast du dich verlaufen? Das ist in Ordnung. Ich lasse dich mit mir kommen. Wir können von dieser Insel, von diesem Müllhaufen zusammen entkommen. Allerdings musst du mir dafür helfen. Und weg war sie. Toll. Sie will unsere Hilfe und leistet uns nicht mal Gesellschaft. Na toll. Egal. Ich gehe in den Seitenraum und speichere. Ich will speichern, ja. Speichern, speichern, speichern. Und Lebensenergie und Raketen wieder auffüllen. Toll. Gut, Ich denke, ich mache hier nochmal einen Schnitt. Bis gleich.